Hallo, herzlich willkommen zur Folge 124 von Verstrickt und Zugenäht. Ich bin die Elli und zeige euch wieder, was ich die letzte Woche über so gemacht habe. Ich habe ein bisschen gestrickt und genäht. Ich hatte, ja, am Samstag hatte ich so ein kleines Stricktief, da habe ich gar nicht gestrickt. Eigentlich schon am Freitag, da musste ich arbeiten. Da hatte ich am Abend auch nicht allzu viel Motivation zu stricken, aber dafür ist was Genähtes fertig geworden. Aber eins nach dem anderen. Ja. Ich habe weiter gestrickt an meinem Wanderling. Seit Samstag durften wir den ersten Ärmel fertig machen mit Bündchen und den zweiten Ärmel anfangen bis 10 cm, glaube ich, bevor das Bündchen kommt. Ich weiß es nicht ganz genau auswendig. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe den zweiten Ärmel erst angefangen. Da habe ich erst eine Abnahme gemacht. Mehr ist da noch nicht passiert. Aber eben ein Ärmel. Ich war ungefähr hier kurz vorm Bündchen, 7 cm vorher, kurz vorm Bündchen war die Woche davor beim Kunkelkall Stopp und eben der nächste Abschnitt ist freigegeben. Ich habe hier nicht wie in der Anleitung ein Kraus-Rechts-Bündchen gemacht, wie man es oben macht, auch am Kragen, sondern ich habe dieses Muster, jetzt rieche ich es runter, dass man am Rücken und an den Raglan-Schrägen macht, das Kaffeebohnenmuster. Habe ich als Bündchen gemacht. Das habe ich euch letzte Woche schon gesagt, dass ihr das vorhabt zu machen. Die Evelyn, das Puppenhäcksel, hatte als erste die Idee, das so umzusetzen und mir hat das richtig gut gefallen. Viele haben das auch aufgegriffen, machen das auch ähnlich oder ich glaube, die Jenny hat kraus rechts und nur zwei oder drei Zöpfe, was auch richtig schön aussieht. Also man kann da seiner Kreativität auch freien Lauf lassen. Eben. Hier am Körper ist jetzt noch nichts passiert. Das kommt dann erst die Woche drauf. Also bis zum nächsten Mal muss ich den zweiten Ärmel schaffen und jetzt ist mir der Knäuel davon. Egal, den habe ich schlauerweise mir hier in den Ärmel reingesteckt, aber hat nicht gehalten, weil der Ärmel zu klein, der Bobbel zu klein und das Armloch zu groß. So, ziehen wir da wieder drüber. Naja, nur so. Egal, nur so provisorisch. Den Knäuel hole ich, den fische ich nachher da unten raus. Genau. Das ist der Kunkelkarl, Stop and Go. Ihr wisst ja Bescheid, man darf immer nur in einer Woche einen bestimmten Abschnitt weiter stricken. Die Anleitung ist von Isabel Krämer, der Wanderling, und ich verwende die Finkhof-Wolle, das auch in der Originalanleitung beschrieben ist, in hellgrau und stricke es auf Dreierlücke-Nadeln. Ja, dann habe ich weiter gestrickt am Sipila. Eine Kaufanleitung von Caitlin Hunter und am Sipila ist auch ein bisschen was gewachsen. Also, das kennt ihr ja schon, das Stück. Moment, hier hinten habe ich den Marker, da kann ich es besser zeigen. Also, das Stück ist dazugekommen. Das ist jetzt einfach nur glatt rechts gestrickt, deswegen nicht wirklich spektakulär. Es wächst. Ich wechsle hier ja in jeder Reihe die Knäule ab und führe hier den Faden am Rand mit. Mir hat eine liebe Zuschauerin einen Link für ein YouTube-Video geschickt, wie man das den runden Übergang nicht sieht, also ohne dass man das hier macht. Mir fällt gerade Helical Stripes ist heißt es auf Englisch, also Helical Knitting oder Helical Stripes. Das, wer hier, man sieht, es ist schon wie eine ganz leichte Naht. Also und das Video setze ich euch unten auch in die Infobox. Könnt ihr mal gucken. Gerade wenn man Streifensocken stricken möchte, ist das eine Technik. Wie man, wenn man Streifensocken stricken möchte, wo man in jeder Runde wechselt die Farbe, also immer zum Beispiel schwarz-weiß, schwarz-weiß, ohne dass man diesen Übergang sieht und den Faden da so mitführt, wie ich das hier mache bei meinem. Der Tipp war super, aber ich habe es jetzt beschlossen, dass mich das jetzt hier nicht stört, dass ich das jetzt hier die Technik so weitermache, wie ich es habe. Aber als Tipp für euch, wen das interessiert, wie das geht, packe ich den Link da unten in die Infobox dazu für das Helical Knitting. Eben, ich wechsle die beiden Farben ab. Das ist vom Mondschaf die Farbe Greyjoy auf der Basis Pegasus. Und wie man sieht, eben sind die Knäuel doch ein bisschen unterschiedlich, obwohl sie gleiche Färbung ist. Aber bei handgefärbter Wolle einfach so typisch. Ja, der Sipila, eine Kaufanleitung von Caitlin Hunter, stricke ich auf 3,0er Nadeln, glaube ich. Ja, ich auch 3,0er drin. Und ich habe heute den Sunset Highway Sweater, auch von Caitlin Hunter an. Man sieht eine leichte Farbvorliebe bei mir. Verschiedene Grautöne mit Lila kombiniert. Ja, und dazu ziehe ich dann noch meine Malt Mania Leggings vom Steven West an, die ja auch Grau- und Lila-Töne hat. Oder auch nicht.
Ja, ein bisschen zu viel. Aber vorhin, als ich das so in die Hand genommen habe und dachte ich mir so, an mir runtergeschaut habe, passt irgendwie. Man kann ein leichtes Farbschema erkennen, was mir gefällt. Wobei ich auch viele andere Farben ganz toll finde. Also ich liebe eigentlich Grün über alles, stricke es nur zu selten, weil ich mir denke, das passt, steht mir manchmal nicht so gut, wie sogar wie ich es tragen würde. Naja, ist ja manchmal so eine, denke ich auch so eine, wie sagt man denn? Nee. Was man einfach gerade für eine Stimmung hat, eine Stimmungsfrage, ob einem gerade eher lila oder eher grün gefällt. Manchmal hat man Tage, da möchte man lieber den ganzen Tag nur ganz grau und schwarz gehen oder so. Manchmal lieber auffällig. Das ist einfach unterschiedlich. Ja, um bei Caitlin Hunter zu bleiben, mein nächster Fortschritt, der auch nicht besonders riesig ist, ist der Cardamom Coffee Head. Und da habe ich auch ein bisschen weiter geschickt. Da war ich letztes Mal ungefähr hier, so bei der Hälfte vom Bündchen. Da mussten wir noch ein paar noch einen Zentimeter dazu stricken. Und hier habe ich mit dem Muster begonnen. Das ist eben Colorwork. Und ich verwende hier das Dunkelgrau, hat die Diana von Leusach Garn gefärbt. Und das Helle ist von Irish Fairy Tale Yarns. Und das sind beides Reste von meinem Starting Point, den ich gestrickt habe von Jorge Locatelli. Und die Farben vermische ich da. Im Knäuel sieht das andere so aus. Und das finde ich ja ganz schön, dass hier das immer mal wieder, also ich mag es beim Stricken, muss ich ganz arg aufpassen, weil das doch manchmal ganz einen dunkelgrauen Flecken drin hat, das hellere Garn, das dann fast diesen Farbton von dem Hauptgarn trifft. Aber ich finde es ganz schön. Und eigentlich gehört noch zwei Streifen in einem Gelbton da rein. Da habe ich mir das hier ausgesucht, dass ich den Rest hier verwende. Der ist gefärbt von der Sandra. Kunterbunte Wolle und das habe ich verwendet bei meinem. Ich habe es heute nicht mehr den Namen. Color Affection. Beim Color Affection für Vera Velimeki ist das noch übrig geblieben. Mal schauen, ob ich das noch reinmache. Meine Tochter, für sie wird vielleicht die Mütze, die hat gesagt, sie hat es gar nur zweifarbig. Sie möchte nicht diesen hellen gelben Streifen drin, diesen gelb-orangen. Ich würde es ganz schön finden. Mal gucken, wer sich durchsetzt. Sonst wird es halt meine Mütze, wenn es ihr nicht gefällt. Das wird der Cardamom Coffee Head. Was ist gesagt? Ach ja, ich stricke dann auf Dreiernadeln. Das Bündchen habe ich auf 2,5 gestrickt. Und hier habe ich Dreiernadeln von Knit Pro, diese kurzen. Also die Nadelspitze ist relativ kurz. Das Seil ist 40 cm. Insgesamt, also von Nadelspitze in Nadelspitze sind es 40 cm. Ideal zum in der Runde bei in der Mütze zu stricken. Hier habe ich meinen runden Anfang markiert. Hier baumelt noch so ein Rundenzähler. Die mag ich für solche Sachen ganz gern. Bin Runde 9. Ja, gibt es sonst noch was zu erzählen dazu? Ja, ist ja noch nicht spektakulär. Gibt es noch nicht so viel. Da stricke ich immer mal wieder ein, zwei Runden dran, aber das hat jetzt keine Priorität, sondern das ist einfach nur so ein bisschen Ablenkung, wenn ich auf die anderen Großprojekte keine Lust habe. Ich habe ja momentan eben drei große Projekte auf den Nadeln, eben den Kunkelkahl, den Wanderling, ein Pullover, dann eben den Zipila. Und mein drittes Großprojekt ist der Rose Cardigan von Andrea Mowry. Und ich glaube, das muss ich mir echt fett in an meine Liste schreiben. Niemals drei große Sachen gleichzeitig stricken. Mich macht das ein bisschen nervös, weil ich, okay, beim Kunkelkahl, da weiß ich immer, da darf ich nur mal bestimmt ein Stück stricken und dann warte ich wieder. Aber da ist jetzt sogar so, dass ich nicht mal jetzt das geschafft habe, weil ich mich wieder unter Druck setze und mir denke, ich muss ja beim Rose weiter stricken. Nein, ich muss ja beim Sepila weiter stricken. Ich habe lieber eben ein großes Projekt wie ein Pullover, Cardigan, ein paar Socken oder eine Mütze und dann vielleicht nur ein Tuch. Also eher was Großes und zwei kleinere Sachen, weil ich da das Gefühl habe, da komme ich schneller voran. Ja, eben. Und Socken habe ich ja wie gesagt auch noch in der Mache. Da ist ja eine fertig, die Tigerentensocken. Da ist die zweite ein bisschen gewachsen. Die hatte ich gestern dabei. Da war ich letzte Woche hier. Und da habe ich gestern hier ein Stück Schaft gestrickt, die Ferse, Spickelabnahmen und bin schon am Fuß wieder. Ja, gestern waren wir eben den ganzen Tag in Füssen. Da hatte die Nina so ein Auswahlturnier und hatte immer wieder, während der Eiszeit habe ich daran gestrickt. Also nur während den Spielzeiten, das war immer eine halbe Stunde, viermal.
Und dabei bin ich ja doch so ein ganzes Stück weit gekommen. Und in den Pausen sind wir wieder schön in die Stadt marschiert, in die schöne Altstadt von Füssen und haben dort im Straßencafé gehockt, haben dort Mittag gegessen in der Sonne. Es war ein wunderschöner Tag mit 14, 15 Grad Föhn. Ja, wie im Frühling. Und das im November. Ja, es war ja gestern St. Martin, also ich kann mich an viele, viele, viele St. Martins-Umzüge mit unseren Kindern erinnern, wo wir den Schneeanzug all rausgeholt haben, wo wir gefroren haben, wo es geschneit hat, wo wir froh waren um eine Tasse Kinderpunsch, um uns zu wärmen. Und gestern war es so, wir haben immer wieder Jacke ausgezogen, Mütze ausgezogen, Schal runter. Ja, verrückt, das Wetter ein bisschen. Aber ich genieße es, dieses warme, sonnige Wetter. Es kommt bestimmt noch der Winter. Also, die Tigerentensocken sind am Wachsen. Also, fehlt nicht mehr viel. Mal schauen, vielleicht schaffe ich ja die bis nächste Woche fertig zu machen. Aber mal gucken. Wie gesagt, ich habe zu viele große Sachen auf den Nadeln und ich will ja die auch voranbringen und euch nicht noch wochenlang die zeigen, weil ich ja schon wieder drei, vier neue Sachen im Kopf habe, was ich gern stricken möchte. Aber eben zuerst mal die der Reihe nach beenden. Am Rose Cardigan bin ich auch weitergekommen. Da war ich letzte Woche, hatte ich euch das Stück gezeigt, bis hier, bis zu dem Buddha. Und da ist dieses Eck noch dazu gekommen. Also, das ist dann immer breiter geworden. Also hier hoch der Zopf. Hier hat man verkürzte Reihen gemacht und abgekettet. Das ist nämlich das linke Vorderteil und das ist das, ich glaube, das war das Neck Shaping. Ja, genau. Weil das gehört dann so hin. Also, das hier ist mein Ärmel. Ich halte mal hier fest. Das kommt dann so hier hoch. Und dann geht das dann so hier runter. Da wird dann noch ein Bündchen angestrickt. Hier dann noch ein Bündchen. Und eben das ist das rechte hintere Teil. Aber dass ihr mal sehen, ungefähr wie das dann gemeint ist, das wird dann so verbunden miteinander. Ja, das kann ich nicht richtig zeigen, wegen der Zopfverkehr drum ist. Egal. Also, ich muss noch mal zwei solche großen Teile stricken und dann werden die dann verbunden. Also die Konstruktion ist richtig spannend. Ja, wir stricken das in einem kleinen Mini-Karl. Da strickt die Sandra von Kunterbunte Wolle mit, die Resi vom The Passion Knit Spinner, die Niki von Nikis Nadelzauber und noch mal jemand. Jetzt weiß ich nicht mehr den Namen. Egal, auf jeden Fall. Das ist so ein kleiner Mini-Karl. Aber die Sandra hat schon fast fertig, die hat das Ding schon zusammen, die Niki ist auch schon fast fertig und das setzt mich ein bisschen unter Druck. Oh, ja, ich bin da so. Ich will dann auch fertig werden und weiterkommen. Ja, das sind meine gestrickten Sachen, habe ihr alles gezeigt. Jawohl. Dann habe ich noch genäht. Und zwar habe ich ja letzte Woche euch erzählt, dass ich mir unbedingt die Fold-Over-Tasche von Hanse Deli mir nähen möchte. Ich muss gerade schauen, wie, ob ich den Zettel da noch habe. Nee, da habe ich kein Bild. Nee, aber so schreibt man den Namen. Schnittmuster. Foldover 2.0. Hanse Deli. Steht jetzt da nicht wirklich drauf. Egal. Ihr findet das. Und zwar, nee, ich muss anders ausholen. Zuerst nochmal vielen, vielen Dank für die vielen Ratschläge, die ich bekommen habe. Zu diesem mein Problem mit den Ösen an der Jersey Jogginghose, an Jersey-Stoffen. Eben, da hat mein Gehirn nicht mitgedacht, dass wenn man das Jersey dehnbar ist und dass man deswegen die so leicht rausgehen aus den Ösen, also der Stoff sich da rausziehen lässt. Dann habe ich viele wertvolle Tipps bekommen. Ein Tipp war, Snap-Pap drunter zu legen, also rund so ein Dreieck oder so ein Quadrat auszuschneiden. Das aufzunähen und dadurch dann die Öse durchzustanzen, durchzuschlagen. Damit es eben, man braucht dann ja Material drumherum, das eben nicht dehnbar ist, dass es nämlich dann die Öse auch hält. Und ein Tipp war auch, Wonder Dots von Snapply zu kaufen. Wonder Dots, das sind so aufbügelbare runde Bobbles hier. So schauen die aus. Da habe ich den Tipp von der Katja bekommen, die hat mir sogar ein kleines Filmchen gemacht. Habe ich dann nämlich prompt bestellt, diese Dinger, weil ich nämlich gleichzeitig auch noch was bestellen musste für meine Handtasche, die ich mir nähen wollte. Also, ich habe jetzt Wonder Dots von Snapply. Werbung, unbezahlte Werbung, habe ich selbst gekauft. Nur noch mal.
Jetzt verliere ich wieder meinen Faden. Ja, die kann man drunter bügeln und dann eben auch die Ösen oder Druckknöpfe oder sowas dran, um den Stoff zu verstärken. Und da ich ja nicht einfach nur solche Wonderdots bestelle, habe ich gleichzeitig geschaut, was ich für meine Tasche brauche. Ich war nämlich zuerst am Dienstag noch bei uns in der Stadt unterwegs und hatte die feste Absicht, mir diesen ganzen Kleinkrimskrams, was ich für diese Tasche brauche, hier vor Ort im Laden zu kaufen. Also ich bin ein paar Läden abgerannt. Es gibt ein großes, wunderschönes Nähgeschäft bei uns. Da habe ich prompt wortwörtlich die Aussage bekommen, da müssen Sie ins Internet gehen, das haben wir nicht. Okay. Ja, da war ich dann ein bisschen leicht entsetzt, weil ich dachte, ich möchte doch hier den lokalen Einzelhandel unterstützen. Aber das, was ich gebraucht habe für die Tasche, es waren Endlosreißverschlüsse zum Beispiel. Es waren, was war denn noch dabei? Einfach verschiedene Arten von Flieseline. Es waren bestimmte Sachen dabei, konnte mir die Frau nicht anbieten, hat sie nicht. Ich habe dann trotzdem was gefunden im Stoffladen. Und zwar lag vorne draußen, gibt es da immer ein paar Ballen, die reduziert sind. Und zwar wieder diesen schönen Wollstoff gekauft mit schönen Streifen. Und der ist richtig hochwertig und der war echt ein Schnäppchen. Also da habe ich für 1,50 Meter 12 Euro nur bezahlt. Für einen schönen Wollstoff. Daraus möchte ich mir den Rock Nummer 1 von der Rosa P. nähen. Da habe ich das Schnittmuster auch schon gekauft und mir runtergeladen. Ich muss es nur noch ausdrucken. Das werde ich vielleicht heute Mittag machen, wenn ich Zeit habe. Schaue ich mal im Copyshop vorbei, weil ich solche Schnittteile, wenn es mehr ist, gerade wenn es eine A0-Datei noch dazu gibt, mir das in einem großen DIN A0-Bogen ausdrucken lasse oder eben sobald es halt mehr als 4, 5 Seiten sind, dann kommt es mir, finde ich, komme ich günstiger weg, wenn ich es im Copyshop drucken lasse, als wie ständig meine neuen Druckerpatronen für meinen Drucker daheim kaufen muss. Und dazu noch ein Reißverschluss, den man mit einem Naht Na ja, Reißverschluss, genau. Den habe ich auch noch dazu gekauft. Den Rest müsste ich da haben, was ich da noch brauche dafür, für den Rock. Ja, genau. Kommen wir wieder zurück. Also, ich wollte den lokalen Einzelhandel unterstützen, wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ich dazu ins Internet gehen müsste. Bin dann auf die Seite von Snapply gegangen, weil ich eben diese Wonderdots im Kopf hatte und eben weiß, dass es da vieles kleines Krimskrams gibt. Ich habe dort noch nie bestellt, da habe ich aber Mittwoch mich reingeklickt und dann habe ich gesehen, dass man dort auch direkt bei Snapply den Schnitt für die Fold-Over-Tasche kaufen kann, also runterladen als PDF und zum selber ausdrucken. Ich hatte den Schnitt aber schon woanders, also direkt bei Hansi Deli gekauft und ausgedruckt und ausgeschnitten. Also so schauen diese vielen, vielen kleinen Einzelteilchen aus. Die kann ich euch ruhig zeigen, weil das ist nicht wie bei einer Strickanleitung, wo man Screenshots machen kann und das dann abschreiben, weil eben damit kann niemand was anfangen. So schaut es dann aus. Es sind insgesamt 8 Teilchen, die man dann zum Teil mehrfach aus Flieseline ausschneiden muss oder aus Stoff aus verschiedenen Materialien. Und hatte eben bei Snapply gesehen, kann ich die Anleitung kaufen. Und Snapply hat das so cool gemacht, dass wenn ich mir die Anleitung da anschaue, also auch wenn ich sie dort nicht gekauft habe, wird mir gleichzeitig verlinkt die Sachen, wie ich diesen Kleinkrimskram, den ich dazu brauche, werde ich da gleich mit dem Link hingeführt, dass ich mir nur noch die Farbe aussuchen muss oder vielleicht die Größe oder nur kleine Details. Das heißt, ich habe ein Gurtband gebraucht, klicke ich drauf, zack, war ich gleich beim richtigen Gurtband, bei der richtigen Breite. Reißverschluss. Gab es 2 verschiedene Breiten, einen breiteren und einen schmäleren hat man gebraucht als Endlosreißverschluss. Draufklicken, konnte ich auswählen, welche Farbe, was mir gefällt. Es war so leicht, diese Sachen durchzugehen, weil ich ein Ding nach dem anderen war unterlegt, farblich, und man wusste, ah, das muss man bestellen, das bekomme ich bei Snapply und musste mich dann nur noch entscheiden, welche Farbe oder welche Art von Modell ich möchte. Es war so einfach. Okay. Da war ich dann wirklich begeistert, habe mich da durchgeklickt, habe den ganzen Kleinkrimskrams bestellt. Die Stoffe hatte ich ja schon da. Also das war einmal, zeige euch gleich die Tasche, ein Kunstleder hatte ich schon da, das ich dazu verwenden wollte und 2 Stoffe von IKEA und dann noch Baumwollstoffe, ein bisschen dünnere für das Futter innen drin. War für mich schon klar, wie das aussieht. Dann habe ich nur noch ein bisschen geguckt, was für eine Reißverschlussfarbe, was für ein Gurtband, was passt dazu zu dem, was ich zu Hause habe. Habe ich durchgeklickt, habe es bestellt am Mittwoch oder was am Donnerstag. Auf jeden Fall
Es war am Samstag schon da. Okay, Samstagmorgen klingelt der Postbote, gib mir mein Päckchen. Hätte mein Grinsen sehen sollen. Ich habe mich mein Päckchen geschnappt. Genau, den Stoff hatte ich nämlich am Donnerstag schon zugeschnitten. Da habe ich gedacht, dass wenn dann die Sachen kommen, ich bereit bin und loslegen kann. Weil es war von Anfang an klar, ich brauche diesen kleinen Krimskrams, dieses Reißverschluss und Klimbims-Zeugs. Und auch die Flieseline hatte ich nicht da. Und das Tarmolam und ach, also das ganze Kleinkrimskrams. Okay, dann war am Samstag das da. Dann habe ich mich in meine Nähhöhle verkrochen und angefangen, mich durch die Anleitung durchzulesen. Und ich habe schon viele Nähanleitungen gehabt. Ich nähe unheimlich gern mit den Videos von Patty Du, weil da auch alles Schritt für Schritt erklärt wird. Aber da ist es als E-Book Bild für Bild detailgenau beschrieben. Also es gibt ist kein Video, sondern einfach nur diese PDF, dieses E-Book. Aber ich hatte noch nie eine Anleitung, die so ausführlich, die so haarklein erklärt, was man machen muss, wo es gar nicht dazu kommen kann, dass man irgendwas verkehrt rum näht oder verkehrt rum hinhält, weil die Bilder so deutlich sind. Es gibt manchmal, hatte ich das bei anderen Anleitungen schon, dass nicht ganz ersichtlich war, ist es die linke Stoffseite, ist es die rechte oder in der Beschreibung manche Sachen, man erst ein bisschen rumprobieren musste oder eventuell auch mal eine Art falsch gemacht hat. Es ist ein Traum. Diese Anleitung ist sowas von idiotensicher. Tut mir leid für den Ausdruck. Man kann da gar nichts falsch machen. Also wenn dann, also dann liegt es wirklich an einem selber. Also ich habe einen großen Fehler gemacht und den zeige ich euch dann gleich. Und zwar hatte ich bei meiner Nähmaschine neulich, als ich ein anderes Projekt was genäht hatte, war das jetzt auch jetzt mit der Hose, auf jeden Fall hatte ich den Nähfußdruck bei meiner Nähmaschine ganz locker gemacht. Den kann man bei meiner Nähmaschine verstellen, das heißt, wie fest das Nähfüßchen auf den Stoff drückt. Und das habe ich erst beim allerletzten Schritt gemerkt, dass der Nähfußdruck bei meiner Maschine viel zu locker war. Das heißt, wenn ich den Stoff drunter führe, dann bin ich ganz flexibel, kann ihn bewegen und die drückt das nicht so doll fest. Deswegen sind manche Nähte bei mir ein bisschen krumm geworden. Aber egal, es ist Handarbeit. Ich finde es auch nicht so schlimm, weil sonst hätte ich alles wieder aufgemacht. Aber nee, alles gut. Genug erzählt. Jetzt zeige ich euch meine Tasche. Und zwar versuche ich euch möglichst genau im Detail zu zeigen. Das ist die Fold-Over-Tasche von Hansidelli. So schaut die nämlich aus. Fold-Over deshalb, na, das hat komplett in die falsche Richtung gefaltet. So, jetzt. Die hat nämlich hier ein Gurtband, das man dann, wo man sie trägt, als Umhängetasche, entweder über eine Schulter oder schräg, weil die nämlich größenverstellbar ist. Also hier das Gurtband ist ziemlich lang. Und hier seht ihr eben schon so kleine Details, solche Schieber, die man gebraucht hat, so Karabinerhaken und solche D-Ringe. Na, der ist jetzt bloß ein bisschen schief. Da hatte ich nämlich, da war ich selber schuld, da hatte ich die falsche Größe bestellt. Und diese Tasche lässt sich entweder so als Umhängetasche tragen oder auch als Rucksack. Da wird genau beschrieben, wie man das als Rucksack macht. Da ist nämlich hier hinten noch ein zusätzlicher D-Ring und hier sind noch zusätzliche D-Ringe an der Seite. Und dann führt man das Gurtband hier durch diesen großen Ring in der Mitte und verhängt dann unten die Karabiner dann hier ein. Und dann kann man die auch als Rucksack tragen. Und Fold Over deshalb, weil man das hier so umklappen kann, dann ist sie klein und kompakt, wenn man nicht so viel drin hat. Wenn die jetzt aber größer gefüllt ist, dann kann man die natürlich dann auch so tragen. Wenn jetzt mal eine große Flasche drin hat oder so, dann hat es nämlich so viel Stand und Volumen, die Tasche, dass die auch so tragbar ist. Hier seht ihr auch den Reißverschluss, den ich da bestellt habe bei Snaply. Das ist so ein Endlosreißverschluss mit so metallisierten Zähnchen. Fand ich jetzt ganz witzig, so als Eyecatcher. Und wenn man die aufmacht, habe ich hier innen drin so einen gepunkteten Stoff als Futter. Und da geht richtig viel rein. Und die hat auch so kleine Details. Das ist echt irre. Hier habe ich so einen kleinen Karabiner hier innen drin dran gemacht, wo ich meinen Schlüssel befestigen könnte. Na, das ist ein bisschen schwierig zu zeigen. Hier sind noch zwei solche Fächer, wo man Handy oder Taschentücher oder so reinstecken kann. Auf dieser Seite ist noch innen drin ein Reißverschlussfach. Das habe ich mit Korkstoff hier den Reißverschluss unterlegt. Hier braucht man ein bisschen schmäleren Reißverschluss wieder. Mache ich mal gerade auf. Das ist so schwierig zu zeigen, so eine Tasche in der Kamera. Hier habe ich innen drin auch so einen Sternchenstoff reingemacht.
Ich fand auch die ist ganz witzig, weil man da mit Stoffen so ein bisschen rumexperimentieren konnte und rumspielen konnte und dann doch ein bisschen, ja, das einfach ganz individuell machen kann. Und eben die Idee mit dem Korkstoff fand ich toll. Das sind eben tolle Vorschläge auch mit den Stoffen, was man nehmen kann. Und eben dieser Stoff ist von IKEA, der Canvas-Stoff ist auch von IKEA und das ist eben dieses Velour-Kunstleder-Stoff, den ich mal auf dem Flohmarkt letztes Jahr gekauft habe. Dann ist da hier an der Rückseite, ups, auch nochmal ein Reißverschluss. Ich hoffe, das raschelt jetzt alles nicht so doll. Hier ist nämlich nochmal ein Reißverschlussfach, auch mit Sternchen. Das ist das, gibt es eben die Möglichkeiten, das wird so schön erklärt. Man kann selber entscheiden, möchte ich das, dass es zu mir her zeigt, nach hinten, möchte ich, dass es hier nach vorne zeigt. Die Möglichkeiten sind echt riesig, wie man die Tasche individualisieren kann. Und es war, also ich habe am Samstag angefangen, die zu nähen, Nachmittag und am Abend war ich fertig. Also es war, ich war konzentriert dabei gehockt. Ich habe auch immer mal wieder eine Pause gemacht oder mal mir einen Kaffee geholt oder so. Aber es ist wirklich, wenn man es dabei bleibt, an einem Wochenende zu schaffen, die Tasche sich zu nähen. Und eben die Möglichkeit, die als Rucksack zu tragen, finde ich genial. Und eben das mit dem Vergrößern, also so als normale Größe oder eben so, wenn ein bisschen mehr drin ist, dann hat die dadurch, dass da viel mit Flieseline verstärkt wird, also hier der Stoff ist Flieseline verstärkt, hier überall ist Flieseline drin und ab hier ist auch noch Thermolam drin. Also das ist also so ein volumen- und standgebendes Vlies, das noch zusätzlich da die Tasche für Stabilität sorgt. Genau, und hier, wenn man genau hinguckt, sieht man hier, das meine ich mit, als mein Nähfüßchendruck nicht perfekt eingestellt war und ich jetzt da so leichte komische Wellen drin habe, was jetzt normalerweise in der Nähmaschine viel schöner näht. Eben hier hat man noch so einen schönen Boden gemacht. Also die Tasche ist wirklich super praktisch, mega robust. Auch diese, wie man das hier näht, wird super toll erklärt. Und auch, es wird auch wirklich in der Anleitung beschrieben, dass man, wie oft man da drüber nähen soll, in welchem Abstand, dass die auch wirklich super halten, die D-Ringe an der Halterung hier, die damit eingenäht wird. Also wirklich Schritt für Schritt eine tolle Anleitung, absolut empfehlenswert, kann ich eben nur sagen, traut euch ran, näht euch auch so eine Handtasche. Es ist wirklich nicht schwer. Und eben diesen ganzen kleinen Krimskrams zusammenzustellen, ist dadurch auf der Seite von Snapchat richtig einfach gewesen. Also, wie gesagt, unbezahlte Werbung, ich habe mir alles selber bestellt. Ja, genau, das ist die Fold-Over-Tasche von Hansidelli. Dann habe ich noch Post bekommen. Ich habe das Abo für das Pompom Magazine ja abgeschlossen und das war am, wann war das in der Post? Am Wochenende, am Freitag. Genau, Freitag hatte ich einen langen Arbeitstag. Und am Abend war dann das Pompom Magazine in der Post. Und ich habe schon bei anderen gesehen, die es schon länger hatten. Also auf dem Rhinebeck Festival gab es das schon zu kaufen. Ich habe schon dieses mega geile Titelbild gesehen. Ist das nicht der Wahnsinn? Also selten spricht mich ein Titelbild so stark an wie das hier. Ich finde es einfach nur mega schön. Der Blick von der Frau, die Blumen hier drumrum, dieses wunderschöne Zopfmuster auf dem Pullover. Genau, das ist die Winterausgabe mit Gast Nora Gorn. Sie hat auch diesen Pullover-Design. Sie ist ja so die Zopfkönigin, die Zopfmusterkönigin. Sie hat wunderschöne Bücher auch schon veröffentlicht und eine mega tolle Designerin. Ich zeige euch die Modelle ein bisschen. Ich wollte das ein bisschen besprechen. Eben selbst gekauft, nicht gesponsert, aber ich bin begeistert von diesem Heft. Hier ist der Pullover nochmal. Nightingale. Der hat hier so Falten. Also es erinnert ein bisschen an die 80er. Hier wird auch geschrieben, steht auch drin, dass es ein bisschen, was wollte ich denn sagen? Eben das, ich finde jetzt meine passenden Wörter nicht. Auf jeden Fall, ich finde es wirklich, wirklich wunderschön. Viktorianischen Stil, genau das wollte ich sagen. Mit dem, hier ist der Pullover von hinten, da hat er auch diesen wunderschönen Zopfmuster. Ich weiß nicht, ob ich mir den stricken wollen würde. Ich weiß es nicht. Also gerade mit diesen Schultern
ich finde es einfach nur schön anzuschauen. Oder vielleicht einfach nur das Muster und hier übernehmen von der Front und den Rest ein bisschen schlichter vom Pullover. Also nicht noch diese riesigen rüschen Plusterärmel. Dann ist noch ein wunderschönes Tuch drin von Sojourner von Xandy Peters. Das finde ich auch mega schön. Ganz ein wunderschönes Tuch, da wirklich die Wolle, das Garn für sich spricht. Und eine Anleitung von Caitlin Hunter, Willowwood. Also die Weide. Weidenholz. Genau, in der viktorianischen Zeit wurde ja viel mit Pflanzen und Blumen gesprochen. Und so wie wir heute eben Emojis verwenden, steht hier dran. Und die haben dann immer wieder was ausgesprochen. Eine Bedeutung gehabt eben. Da geht es jetzt um die Weide und die Bedeutung. Dann hier, Nimue. Nimue war eine Zauberin aus der König Arthur Saga. Auch ein ganz, ganz tolles Teil. Wunderschön, also wie so ein Ärmelschal ein bisschen, das so oben drüber. Und dann hier. Hier hatte ich einen kleinen Lachflash. Das Himbeermuster. Die Bobbel. Mein rosa Monster. Kam mir sofort wieder in den Sinn. Also die Bobbel sind in. Das ist der Pullover Osmunda von Boadicea Benutz. Ich kenne diese Designerin nicht, habe ich noch nie gehört davor in meinem Leben. Aber ich finde, der hat was. Er hat was, der Pullover. Ich finde es hier ganz süß, die Bobbel, weil die jetzt nicht so arg aufdringlich sind. Hier sind die auch an den Taschen und hier an den Schultern machen die die auch noch ein bisschen dran. Hier ist der von hinten. Ich finde den schön. Doch. Und ein Detail finde ich auch klasse. Hier dieses I-Cord an den Schultern, die betonten Schultern. Also wirklich, die 80er kommen zurück. Es sind noch zwar noch keine Schulterpolster, aber sie werden betont mit Bobbeln. Sie werden betont mit Rüschen, mit I-Cord. Man trägt wieder Schulter. Und hier ist auch ein wunderschöner Cardigan drin. Nonesuch heißt der von Veronique Avery. Ein toller Zopf-Cardigan. Der auch von hinten wunderschön ausschaut. Hier läuft der Zopf so und hier treffen die sich. Dazwischen schaut es aus, als wäre es Perlmuster. Ja, könnte Perlmuster sein. Dann ein eher schlichter Pullover von Andrea Rangel. Christabel oder Christabel? Nicht Pullover, ein Cardigan. Auch hier die Schultern wieder betont. Der Pulli ist ganz schlicht oder der Cardigan ganz schlicht glatt rechts, aber hier an den Schultern hat er eben die Streifen dran. Den finde ich auch richtig schön. Vielleicht auch, weil er grün ist. Und hier ein Traum. Die Handstulpen sind die nicht schön. Und dieser wunderschöne Zopf. Ich finde auch die Farbe ganz toll. Das ist, glaube ich, Madelintosh. Galewood von Honor Adams Design. Und das ist der Wahnsinn. Das ist der Hammer. Also wie gesagt, die ganze Ausgabe ist schön. Ataraxia. Von Linda Marving heißt der. Das genau, das Design lehnt sich an die Schildmeiden, was die Schildmeiden getragen haben. So in der Wikingerzeit zum Beispiel gab es die Schildmeid. Finde ich ein Traum. Das Einzige, was ich nicht gefällt, ist hier, dass das hier so ausgestellt ist. Das ist wie so ein Schößchen, wie so ein Rock. Das ist sieht man auch auf dem in der Schemazeichnung weiter hinten an der Anleitung. Das müsste ich nicht haben. Hier würde ich einfach nur ein Bündchen haben wollen und fertig. Aber schaut mal diese Textur. Ist das nicht schön, wenn man da so ein wunderschönes Garn hat, das das Strickbild so schön rausbringt? Mega, mega, mega. Und jetzt kommt noch ach, ein Liebling von mir. Arbor Vitae von Jorge Locatelli. Arbor Vitae ist lateinisch für den Lebensbaum, also für die Thuja. Und der ist auch der Wahnsinn. Ist der nicht schön? Jetzt haben wir ein besseres Bild. Hier sieht man es ein bisschen besser. Hier oben Zöpfe und dann diese kleinen Quasten. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt haben müsste, aber ich finde den trotzdem von der Silhouette, von der Art wunderschön, diese Zöpfe. Wobei ich glaube, diese Quasten, die betonen die Zöpfe halt einfach noch. Aber das sieht so aus, als würden die da eben, als wären die so aufgenäht und hat man danach den Zopf einfach abgeschnitten und zusammengeknotet. So wirkt es. Auch hier an meinen Ärmel kommen die runter. Also, ich finde den toll. Und wieder sind die Schultern natürlich auch betont, weil da auch die Quasten dran sind. Vielleicht würde ich.
Nur vorne auch nur, jede zweite Zopfen quasi. Ich weiß nicht, aber ich finde den mega schön. Da hat Jorge Locatelli wieder ein wunderschönes Design rausgebracht. Auch die Farben. Die Farben, egal welcher Pullover da drin oder Cardigan, die Farben sind der Wahnsinn. Hier dieses wunderschöne Nachtblau. Ach, es kommt wieder mehr, habe ich den Eindruck, als Speckelgarn und dieses ganz bunte verschwindet wieder mehr und es ist wieder mehr einfarbig, dieses Semi-Solid. Es ist zwar handgefärbt, es sind lebendige Farben, aber nicht mehr ganz so verrückt bunt. Also auch gerade bei dem Tuch da vorne, das wirkt so schön, weil das einfach ein wunderschönes handgefärbtes Garn ist. Das ist Baby Yak und Seide. Von wem? M. Yak. Keine Ahnung. Eben. Wunderschön. Ja, das waren alle Anleitungen hier raus, die drin sind. Es ist wieder ein Traum. Ein wunderschönes Heft wieder. Ja, und wieder 10 neue Projekte auf meiner Liste, die ich ganz stricken möchte. Wann? In welchem Leben? Mal gucken. Aber da juckt es und kribbelt es mich wieder in den Fingern. Aber wie gesagt, ich mag nicht zu viele Großprojekte gleichzeitig auf den Nadeln haben. Deswegen werden jetzt erstmal die anderen Pullover abgearbeitet, die ich habe. Und die 3. Und wenn da mal 1 oder 2 fertig sind, dann kann ich wieder, habe ich wieder den Kopf frei für was Neues. Es kommt auch die Weihnachtszeit langsam. Es ist jetzt Mitte November. Ich möchte auch wieder die Weihnachtskugeln wieder ab und zu welche stricken, aus dem, also die Julekugel aus dem Buch von Arne und Carlos. Und da habe ich ja letztes Jahr schon einige gestrickt, die unseren Christbaum bereichert haben. Und da möchte ich auch wieder, wenn so langsam die Vorweihnachtszeit für mich anfängt, mit loslegen. Aber momentan, wenn es so frühlingshaft warm ist draußen, habe ich noch nicht so die Motivation. Aber langsam kommt's. Gut, das war alles für diese Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächsten Montag wieder, denke ich. Und bis dann. Tschüss.